Ja, hallo liebe Leute, neues Video. Hier geht's um FreeCAD und KiCad, beide zusammen. Deswegen seht ihr das auch unten, die Symbole dieser beiden Programme. Und zwar KiCad, da habe ich hier so eine Platine und ihr habt, glaube ich, schon mal gesehen. Und da sind hier unten zwei Schalter drin. Und wenn ich mir die jetzt hier anschaue in der 3D-Ansicht, dann sieht man hier, dass da kein Bauteil, kein 3D-Bauteil für vorhanden ist. Das muss dann erstellt werden. So, das ist so ein, sind so zwei Taster. Die haben einen Abstand hier von 2 x 2,54 mm, die Löcher. Und dann muss man dafür halt was konstruieren. Das macht man recht einfach in FreeCAD. Und da möchte ich euch zeigen, wie das geht. Also in KiCad wird zöllig konstruiert. Ich möchte aber in FreeCAD weiterhin wie heißt es, in Millimetern konstruieren. Und wie man das dann bewerkstelligt, das kann ich euch dann auch noch zeigen. Gut, starten wir in FreeCAD. Wir haben hier diese Taster. Diese Taster sehen folgendermaßen aus. Das sind so kleine runde Kunststoffteile mit oben einem weißen Taster drauf und zwei Pinnen dran, eben mit dem Abstand von 2 x 2,54 mm. So, und die Maße dieses Teils, ich habe hier so einen Taster liegen, die messe ich ganz einfach ab. Also wir fangen mal an, Datei neu, und dann wechseln wir erstmal hier in die Modellansicht und ich möchte in der XY-Ebene konstruieren. Also machen wir einen neuen Körper. So, diesen neuen Körper, dem gebe ich einen Namen und zwar der heißt Taster-Körper. Und da machen wir eine Zeichnung rein, die kommt auf die XY-Ebene und das wird ein Kreis. Und der kriegt jetzt einen gewissen Durchmesser. Den bemessen wir mit der Funktion hier. Diese Funktion, die ich hier ausgewählt habe, die bemaßt Vollkreise immer als Durchmesser und Teilkreise als Radius. Das ist eigentlich ganz vernünftig. Dann wählen wir das hier aus. Und da steht da 25,8 mm. So groß ist der Taster natürlich nicht. Ich messe mal gerade nach. Gucken, sind wir auf 0? Jo. Also das sind so 6 Millimeter, vielleicht 6,2, ich mache es mal 6,5. 6,5 mm ist das Teil im Durchmesser und dann wird das geschlossen. Dann machen wir das noch, kriegt das eine gewisse Höhe. Messen wir mal gerade, wie hoch dieser Kunststoffkorpus ist. Der ist so 3,5 mm. Das heißt, da gehen wir jetzt hierher, selektieren den Sketch und machen eine Aufpolsterung von 3,5 mm und das ist jetzt der Kunststoffkörper. So, da kommt hier oben so ein weißer Taster drauf, aber damit das ein bisschen schöner aussieht, der hat oben so, da sieht man so Metall durch. Das heißt, wir machen hier jetzt eine in diesen Körper eine Vertiefung rein. So, da müssen wir aber das selektieren und dann machen wir hier Sketch rein, wieder mittig und den ziehen wir einfach bis da und das wird jetzt eine Tasche und die wird natürlich nicht 5 mm, sondern 0,1, machen wir mal 0,2 mm, gucken wir uns das mal an, ja, das sieht ganz vernünftig aus und das soll hinterher halt eine andere Farbe bekommen. Dafür müssen wir jetzt einen neuen Körper machen. Das heißt, ich selektiere nichts mehr hier, drücke neuen Körper und da haben wir den. So, jetzt gehe ich nochmal in den ersten Körper rein, selektiere diese Fläche hier und mache daraus einen Shapebinder oder Formbinder genannt. Das machen wir aber, wenn der Körper nicht selektiert ist. Wir müssen den Körper selektieren, dann den Formbinder, einmal okay, dann ist er hier drin. So, den können wir unsichtbar machen und können jetzt hier eine Zeichnung drauf machen.
wählen wir den hier aus und okay. Und dann ziehen wir hier eine neue Zeichnung rein. Das machen wir jetzt mal so groß zum Beispiel. Schließen das. Das wird eine Aufpolsterung. Und die machen wir auch 0,1 mm. Und dann machen wir noch einen Körper. So, der kriegt auch wieder auf diesen hier einen Shapebinder. Und okay, dann können wir den unsichtbar machen und können wiederum eine Zeichnung machen auf diesen neuen Shapebinder. Und das wird jetzt unser Knopf. So, der Knopf, da müssen wir nochmal gerade messen, wie der im Durchmesser ist. Der hat einen Durchmesser von 3,2 mm. Also einfach bemaßen 3,2 mm. Schließen wir und jetzt noch einmal messen, wie hoch der Knopf ist. Ich meine, das wäre ein Millimeter. Ja, 1,2 mm. Das heißt, wir machen diesen Sketch hier eine Aufpolsterung von 1,2 mm. So, jetzt haben wir hier noch neue Körper angelegt. Die sind noch nicht benannt. Das hier ist Taster oben, nennen wir das mal. Das hier nennen wir den Taster selbst, einfach nur Taster. So, und jetzt fehlen noch unten die Pinchen dran, die den richtigen Abstand haben sollen. Und das ist jetzt gar nicht so einfach. Entweder müsste ich jetzt wirklich zwei getrennte Körper machen. Kann man, muss man aber nicht. Man kann auch sich ein bisschen behelfen. Und zwar folgendermaßen, dass ich mache jetzt wieder einen neuen Körper. So, den heißt jetzt Pins und der braucht keinen Shapebinder. Da machen wir einfach eine neue Zeichnung auf die XY-Ebene und der, wenn wir hier nochmal gerade in die Platine reinschauen, dann sieht man ja, dass die senkrecht stehen. Also machen wir das hier auch senkrecht, zeichnen hier ein Rechteck hier so rein, dann wechseln wir eben mal hier mit dieser Funktion, dass wir das auch sehen, was wir da zeichnen. Und dann werden die erstmal symmetrisch. Da können wir jetzt S drücken oder aber diese Funktion hier benutzen, um das symmetrisch zu machen. Dann kriegt das eine Breite. So, Breite, da machen wir 0,6 mm. Länge, da machen wir immer hier bei fx 2 mal 2,54 2 mal 2,54, da bin ich auf die falsche Taste geraten. Und dann kommen da jetzt noch die, so, was wir jetzt erstmal machen aus diesem Teil, da machen wir jetzt wiederum eine Aufpolsterung und die wird 0,1 mm groß. Die hängt jetzt wirklich nur da drin und dann machen wir, müssen wir das hier mal umbenennen, Tata, Taster ist das natürlich. Wir können die jetzt erstmal unsichtbar machen. Jetzt haben wir nur noch den und dann selektieren wir das hier unten, machen da eine neue Zeichnung drauf. Da werden jetzt zwei Kreise drauf gezeichnet, einer da, einer da. So, die werden gleich groß, das heißt, entweder diese Funktion hier benutzen, Gleichheit, oder die E-Taste für Equal drücken. So, und dann bemaßen wir das hier. Das wird ein Durchmesser von 0,6 mm. Und die kriegen einen Abstand. So, erstmal machen wir die halt symmetrisch hierzu. Taste S. So sind sie symmetrisch. Und dann bemaßen wir die. Und zwar senkrecht. Und das sind wiederum die 2 mal 5,4 mm. Nicht 2 mal 2. 2 mal 2,54 mm natürlich. So. Und dann haben wir die Kreise da drauf. So, da machen wir eine Aufpolsterung. Die kann 3 mm werden.
Und dann machen wir es so, damit es hübsch wird, hier unten noch mit den beiden. So, sollte auch alles selektieren. Eine Abrundung hier, eine Verrundung. So, jetzt sind die 0,6 mm im Durchmesser. Das heißt, mit 1 mm Abrundung, das klappt nicht. Auch 0,3 klappt nicht. Da muss man, ach, das klappt sogar. Aber ich mache da lieber immer 0,299, weil nur die Hälfte nehmen, das klappt häufig nicht. So, jetzt haben wir die Teile alle selektiert, alle kreiert. Wir können die Teile wieder reinrufen, also Leertaste drücken und ansehen, anzeigen lassen. Und jetzt machen wir hier eine Aufbearbeitung, was die Farben angeht. Also der Körper selektieren, Steuerung D drücken und der wird ziemlich dunkel. Das ist Kunststoff, das ist schwarz, aber da machen wir nicht schwarz, da machen wir so ein bisschen Helligkeit schon rein. So, jetzt ist der ziemlich dunkel. Dann haben wir hier einmal schließen. Dann haben wir den Taster oben. Das machen wir mal so, als wenn es so ein Kupfer wäre. Das heißt, Steuerung D und machen wir so gelb. So sieht das dann aus. Der Taster oben. Steuerung D, der Taster wird es hier benannt. Der wird komplett weiß, ganz hellweiß. Und dann haben wir hier noch die Pins. Und die machen wir jetzt auch weiß. Und mit der Funktion. So, jetzt ist der Taster soweit fertig. Wir können den exportieren. Und der wird jetzt nicht einfach so exportiert, erst der, dann der, sondern wir selektieren alle drei. Ich mache erstmal eine Speicherung der Datei, speichern unter. So, dann nennen wir das, das packen wir in FreeCAD. Muss ich mal gucken, wo habe ich, bin ich schon wieder drüber, FreeCAD, und dann gibt es hier ein Verzeichnis KiCAD. Das haben wir da und dann nenne ich das jetzt mal Taster. Und dann können wir jetzt die alle selektieren und Datei exportieren. Wir wählen hier VRML 2.0 aus. Verzeichnis ist das richtige und das Taster WRL ist hier auch richtig, also gespeichert. So, das war alles, was man in FreeCAD machen muss. Jetzt geht es weiter in KiCAD. Und um das entsprechend hier bearbeiten zu können, benötigt man wenigstens mit Linux einen Explorer. Das ist bei mir, heißt das Ding Tuna, der auch versteckte Dateien und schreibgeschützte Dateien überschreiben kann. Ich habe hier zwei Verzeichnisse. Einmal das, wo ich gerade hingespeichert habe. Und einmal hier das Verzeichnis. Das liegt in User Share KiCAD 3D Models. Und da brauche ich jetzt nur die Dateien hinzukopieren. Und dann kann ich schon weitermachen. Also ich muss jetzt eigentlich nur den Taster WRL dahin kopieren. Das heißt, wir machen Steuerung C hier. Hier dann einmal Steuerung V. Dann ist es da drin. Jetzt in KiCAD geht man her, selektiert diesen Taster, den ersten, einmal Doppelklick. Und dann haben wir hier bei 3D-Modelle, da ist nichts drin. Dann kann man hier einfach sagen, okay, ich möchte ein neues haben. Beziehungsweise, da war schon eins. Machen wir das mal weg. Ich weiß gar nicht, wo das herkam. Ach, hier kann man es löschen. Okay, so, wir machen neues. Und dann wird hier auf dieses Symbol geklickt, dann wird ausgewählt die Datei. Das ist hier Taster WRL, die ist die einzige, die ich da finden kann. Und dann ist das Teil viel zu groß und ist auch noch nicht richtig positioniert. Das kann man jetzt hier über diese Befehle hier ändern. Und zwar hier, wir können mal gerade einen Taschenrechner anmachen. Wir haben, wenn ich jetzt 1 durch 2,54 teile, dann komme ich auf einen Faktor von 0,3937. Und da hinten, das können wir
wegwerfen und mit dem Faktor soll ich das skalieren. Das heißt, ich tippe hier 0,3937. 0,3937. Man sieht schon, wie sich das ändert. So, jetzt ist der Taster schon die richtige Größe, aber er ist noch falsch positioniert. Müssen wir mal gerade schauen, in welcher Richtung müssen wir da hiermit. Dann wandern wir darüber und da haben wir bei 0,2 die richtige Position und der Taster ist fertig. So, dann gehen wir auf OK und machen das für diesen Taster hier auch. Hier genauso den erstmal rausschmeißen, einen neuen auswählen, Taster WRL. Und da muss man jetzt wieder genau dasselbe, 0,3937, 0,3937, 0,3937 und da 0,2. So, dann ist der Taster hier auch drauf, also können wir da raus, einmal speichern die Datei und zur Sicherheit mache ich das einmal zu hier und gehe noch mal in das KiCad-Projekt und lade die Platine neu. Und dann können wir hergehen, Ansicht 3D-Betrachter. Und wenn alles richtig funktioniert hat, und das hat es, dann ist jetzt mein 3D-Bauteil dort drin, mit den Farben, die ich definiert habe, mit den runden Beinchen. Und so kann ich natürlich auch viele weitere Bauteile generieren. Es gibt einige Sachen in KiCad, die keine 3D-Entsprechung haben. Man kann dann hier eben auch noch hergehen, das auf Raytracing umstellen. Okay, so sieht das Ganze geraytraced aus und wenn euch Videos wie das hier gefallen, so lasst auch gern ein Abonnement da, ein Klick auf die Glocke, ihr werdet über neue Videos informiert und ein Daumen nach oben wird natürlich auch immer gern gesehen. Das war's dann für heute mit diesem Video. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, wünsche alles Gute und viel Spaß beim FreeCaden und KiCaden. Tschüss!